Okay, 3, 2, 1 und los geht's. Er wird stundenlang weg sein. Also beeilt euch, damit wir das Würfelspiel fortsetzen können. Ja, danke. Danke für das Good Luck. Hey, wo ist Dazu mein werde ich gleich mal Schild? was sagen. Ist's das? Ihr müsst vorsichtiger sein. Also, ich möchte mit euch heute über das Thema Rollen sprechen. Ich mag Rollen, gerade für Menschen wie mich, die Laufen nicht so gut finden, weil aufgrund von körperlichen Einschränkungen, ist Rollen echt eine super Sache. Wir kommen ein bisschen weiter voran, wir sind auch relativ schnell, wenn es bergab geht und so weiter. Kurzum, Rollen in diesem Spiel ist schneller als Gehen. Und zwar bei einem ziemlich großen Abstand sogar. Rollen spart in etwa, Hilfe! wenn ich mal so Ich bin Ozan, überschlage, so Hauptmann ungefähr der 6 Minuten. Hohengarde. Ein Hauptmann, was? Hier müsste ein wertvoller Fang sein. Das Voice Acting in diesem Kommt! Spiel ist schrecklich. Aber auf eine Art schrecklich, dass es fast schon wieder Nein, ich witzig muss ist. weitere Kreuzritter finden. Geht ihr! Trefft euch mit Ähm, Celestia. tatsächlich Sagt das mir, was einzig ihr Gute in diesem gesehen Spiel habt. ist die Musik. Celestia? Allerdings werden viele Zauberin? Songs den Leuten Ja, bekannt sie vorkommen, ist die in hier der zum Beispiel Zitadelle. Heroes of Might and Geht Magic jetzt! 3, Might Es and ist ein Magic Befehl. 7 und Might and Zu Magic 8 Kämpfen habe gespielt ich die haben. Taufe verpflichtet. Denn hier gibt es einige, ja, ich sag jetzt mal vorsichtig, überarbeitete Versionen, die meiner Meinung nach aber wesentlich schlechter sind als die Original-Songs. Oh, das war knapp. Oh, okay. Okay, wir sind gut. Also, ich sollte vielleicht. Oh, verdammt. Nein! Okay. Er hat mich gesniped. Danke dafür. Das versuchen wir gleich nochmal. Und zwar kann man die AI so ein bisschen veräppeln, indem man einfach hin und her rollt. Dann wissen sie nämlich nicht, wo sie stehen sollen zum Angreifen. Okay. Ihr werdet eventuell sehen, dass dieses Spiel verdammt hässlich ist. Das liegt ganz einfach daran, dass dieses Spiel nicht fertig ist. Dieses Spiel kam am 30. November 1999 auf den Markt, zumindest in Nordamerika. Und 2 Monate später kam auch eine PlayStation 1-Version raus, die, und jetzt haltet euch fest, überhaupt nicht so ist wie diese hier. Die haben für diese 2 Monate ein komplett neues Spiel auf die Beine gestellt, welches Story-Elemente rausnimmt, Story-Elemente hinzufügt. Die gesamte Umgebung ist anders, das gesamte Spielprinzip ist anders. Und ich verstehe bis heute nicht warum, weil warum denn für dasselbe Spiel, für dasselbe Franchise, für denselben Teil eines Dreiteilers ein komplett neues Spiel entwickeln? Ich verstehe es nicht. Ich werde es auch nie verstehen können. Und sollten Fragen auftauchen wegen der Lore, dann tut es mir leid, ich habe überhaupt keine Ahnung. Soweit ich das verstanden habe, also die Story in der PC-Version kann ich euch zusammenfassen, das ist kein Thema. Die ist nämlich nicht so sonderlich spannend tatsächlich. Und ich müsste eigentlich noch einen Feind töten. Ja, der kommt hier gerufen. Aber dann muss ich vielleicht doch noch einen zweiten töten. Gut. Da liegt noch ein bisschen Kohle und ein bisschen Heilung. Das brauche ich nicht. Okay. Ich fange vielleicht mal so an. Das Erste, was euch auffallen wird, ist, dass die Grafik verdammt komisch aussieht. Das liegt ganz einfach daran, dass man in diesem Spiel Zeit sparen kann, indem man einfach die Schatteneffekte aus- und die Lichtverhältnisse hochstellt. Es gibt einen Zauberspruch, den habe ich gerade ausgerüstet, das ist der Fackellicht-Zauberspruch. Jeder, der ein bisschen was mit Might and Magic zu tun hatte, ebenfalls Heroes, wird wissen, was dieser Zauberspruch bewirkt. Es ist einfach nur ein kleines Licht, so ein Lichtkegel um den Charakter rum, um dunkle Stellen halt auszuleuchten. Und indem man die Schatten ausstellt, stellt man auch sämtliche Schatteneffekte und Dunkelheit in diesem Spiel aus. Das bedeutet, so spare ich mir jedes Mal diesen Zauberspruch zu wirken. Und Zaubersprüche wirken kosten in etwa 3 Sekunden pro Zauberspruch. Im ganzen Run wären das ungefähr 12 Sekunden, nur indem ich die Helligkeit hochgestellt habe.
Ansonsten, Charaktere in diesem Spiel sehen alle gleich aus. Es gibt irgendwie nur 3 oder 4 verschiedene Models für Charaktere, also für NPCs zumindest. Und dieser Typ hier ist der beste, denn jeder Händler sagt genau das gleiche in diesem Spiel. Sie wollen nämlich, dass man ihre Waren anschaut, ihre anspruchsvollen Waren. Entschuldigung, ich muss das ja auch richtig zitieren. Erstmal ausrauben den Typen hier. Das hat natürlich keine Konsequenzen, genauso wenig wie es Konsequenzen hat, wenn ich jetzt hier die Dorfbewohner umbringen würde. Die haben ein bisschen Kohle dabei, aber nicht so viel, als dass es sich lohnen würde. Und ja, die gesamte Geschichte und da, ja, da geht's schon los. Die Geschichte ist, soweit dieses Spiel das überliefert, die PlayStation 1-Version macht da nämlich einen besseren Job und zeigt eventuell auf, warum, weshalb und wieso wir manche Sachen hier tun. Aber die Geschichte ist, dass ein böser Bube namens Necros, was für ein kreativer Name für einen untoten, bösen, dunklen Magier das doch ist, mit seiner untoten Armee hier angekommen ist und die Welt erobern will. Oder zumindest den Teil der Welt, für den sich keiner interessiert offensichtlich. Und wir sind ganz zufällig der Sohn einer Familie, die von Necros Verbündeten oder beziehungsweise seinen Armeen umgebracht wurde. Und wir sind ganz zufällig auch gefangen genommen worden von genau diesen. Und nun möchten wir uns dafür rächen. Das ist ein Mana-Kristall, ich weiß das. Ja, man kann Items durch Fässer und Wände aufnehmen. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Suche nach Necros, beziehungsweise erstmal nach Celestia. Das ist nämlich die Zauberin in der Zitadelle und die wird uns einen Auftrag geben, dass wir zum Zwergenkönig laufen und das Horn of Shattering holen sollen, beziehungsweise auf Deutsch heißt es das Schmetterhorn. Dieses Horn hat wohl so einen tiefen Ton, dass es die Mauern von Stronghold einreißt und wir so den Weg Richtung Necros Basis bekommen. Klingt komisch, ist aber so. Wir waren eben in genau jenem Stronghold, was wir dann einreißen sollen. Klingt auch komisch, ist aber so. Auf jeden Fall werden wir zu den Zwergen kommen. Ich werde das jetzt alles mal vorwegnehmen, weil ich wahrscheinlich keinen Satz mehr zur Geschichte sagen werde. Wir werden zu den Zwergen kommen und die Zwerge werden uns das Horn nicht geben können, denn nur der König darf das. Und der König ist gestorben. Der ist umgebracht worden und sein Sohn ist gefangen genommen worden. Also, ja, suche ich halt den Sohn, werde ihn retten. Und auch der kann mir das Horn erstmal nicht geben, denn er braucht ein Zepter, womit seine, ja, quasi die Nachfolge des Throns rechtskräftig wird. Das heißt also, wir laufen dann rum, suchen dieses Zepter, bringen es zurück. Dann haben wir das Horn of Shattering, dann laufen wir hierher zurück, an diesen Ort hier, um dieser Celestia zu zeigen, hey, ich habe dieses Horn gefunden vom Zwergenkönig, ist das zufällig das Horn of Shattering? Und sie wird sagen, ja. Dann laufen wir wieder zurück, den kompletten Weg, um einen Kriegsgefangenen zu befreien, welchen wir gerade eben schon gerettet haben. Also er wird quasi ein zweites Mal gefangen genommen. Ihr müsst Dreck sein. Ihr seid bestimmt und mit unserem Kampf vertraut. Seit die Legionstrommel kontrolliert, letztendlich, kurzum, dieses Spiel besteht nur daraus, zu backtracken. Das heißt, wenn ihr vorhin bei Turok dabei gewesen seid und euch gedacht habt, wow, Backtracking, mehrere Level gleichzeitig spielen, und ihr habt irgendeinen Psychological Complex dagegen, dann solltet ihr genau jetzt abschalten. Das Spiel ist passenderweise Laufbursche The Video Game, ja. Die PlayStation-Version ist viel weiter, also viel mehr straightforward, wesentlich andere Gegenden, wesentlich schwerer vor allem. Das Spiel ist sehr, sehr schwer. Und die PC-Version ist halt einfach wirklich nur Backtracking. Also das Spiel wird künstlich in die Länge gezogen und ihr werdet innerhalb dieses Runs sehen, wie schrecklich das ist. Ich kann mich nicht gut ausdrücken. Backtracking, hoi! Dazu kann es kommen, Drake.
Deshalb habe ich euch für diese Mission ausgewählt. Und folglich verleihe ich euch den Ehrentitel eines Kreuzritters. Ich Glückspilz. Ja, das Spiel ist teils deutsch, teils englisch. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich die GOG-Version spiele. Und die GOG-Version hat bei mir irgendwie ein paar Probleme gehabt. Beziehungsweise umgekehrt. Also ich hab die Originalversion. Ich habe damals 15 Euro beziehungsweise 15 Mark dafür bezahlt. Oder beziehungsweise nicht ich, sondern meine Eltern. Das waren die besten 15 Euro meines Lebens, Mom und Dad. Und ich liebe euch. Also nicht dafür, aber generell. Und mit der Urversion hat es nur so halb funktioniert. Ich hatte random Crashes und dann bin ich halt auf die GOG-Version umgestiegen, die leider nur auf Englisch verfügbar ist. Wie war euer Treffen mit Celestia? Und ich wollte unbedingt die deutschen Stimmen drin haben. Könnt ihr mich von hier nach unten bringen? Aber wie es halt mal so war, habe ich irgendwas überschrieben und das Spiel wurde dann Denglisch. Macht aber nichts, das fügt halt quasi einfach nur ein wenig Unterhaltungsfaktor ein. Was ich jetzt tue, sollte man in einem Run eigentlich nicht machen, aber ich werde es euch trotzdem mal zeigen. Denn ich kann diese Charaktere hier runterstoßen. Zack. Und ich muss mich gerade mal kurz heilen. Denn man kann theoretisch, wenn man das richtig macht, kann man aus der Welt laufen. Und nun bin ich stuck. Oh, wow. Lull? Okay, das war mir tatsächlich neu. dass sie irgendwie die Deathplane mit sich zieht. Keine Ahnung, sehr, sehr seltsam. Auf jeden Fall, das wollte ich mal gezeigt haben. Um halt irgendwas Spaßiges an diesem Spiel zu zeigen. Denn der Rest ist wirklich stumpfes Backtracking. Aber wir tun unser Bestes, denn gegen Ende des Spiels werden wir noch ein bisschen stärker. Wir haben ein bisschen neuere Ausrüstung. Wir werden einfach ein bisschen mehr Spaß haben. Momentan gilt es einfach nur das und darum, einfach nur rumzurollen. Ich meine, das mache ich jeden Tag. Also von daher, ich kann euch sagen, so spaßig ist das gar nicht. Aber Drake hat eine schöne Zeit, so wie es aussieht. Und dieser Run ist größtenteils glitchless, bis auf die Tatsache, dass das Spiel selbst in sich selbst schon ein Glitch ist. Außer an einer einzigen Stelle haben wir einen leichten Wrong Warp, den wir leider nur einmal ausnutzen können. Dieser spart allerdings etwa 90 Sekunden. Und wenn es soweit ist, werde ich euch Bescheid sagen. Ja, die Kräfte einer Frau haben mir halt einfach elends viel Schaden gegeben, deswegen schlagt niemals eine Frau. Das war, glaube ich, ein sehr deutliches Statement vom Spiel. So, hier hätte ich die Möglichkeit, den Fackellichtzauberspruch Stufe 2 durch die Wand zu krallen. Das war nämlich die frühere Strat. Mittlerweile, wie gesagt, wir brauchen den Fackellichtzauberspruch nicht mehr. Und deswegen skippen wir das Ganze einfach. Okay, den Dungeon, den wir insgesamt viermal sehen werden, und zwar die Katakomben. Und diese Musik sollte jedem bekannt sein, der Heroes of Might and Magic 3 gespielt hat. Dies ist nämlich die Kampfmusik. Also eine von den Kampfmusiken. Ich glaube, es gab drei oder so. Weiß jetzt gerade nicht. So, hier wird es ein bisschen knapp. Sehr schön. Übrigens, hier gibt es eine Wand, die nicht funktioniert. Ich hoffe, ich treffe sie. Die ist irgendwo hier, genau. Also ich könnte mich jetzt hier aus der Wand werfen, aber das mache ich jetzt mal besser nicht. Bringt mir leider keinen Vorteil. So. Hier habe ich nun mein Schild ausgetauscht, der mir ein wenig Speedboost gibt. Der Schild ist zwar ein bisschen außerhalb vom Weg, das macht aber nichts. Der spart innerhalb des Runs, wenn man ihn aufhebt, an die anderthalb bis zwei Minuten. Je nachdem, ob RNGesus auf meiner Seite ist. Denn wir müssen tatsächlich einen Zauberspruch finden.
Und zwar den Heldentum-Zauberspruch, der überhaupt nicht das bringt, was er in den anderen Might & Magic-Spielen getan hat. Entschuldigung? Wow. Den wollten sie aber unbedingt haben. Ist geschenkt. Oh, wow. Okay, die Finte hat er gerochen hier. Der Mistkerl. Oh, verdammt. Ich mach mal einen kleinen Umweg. Dies sind tatsächlich die nervtötendsten Feinde im Spiel. Die Lightning Mages. Because, ja. Weil diese können einen Stun locken. Und zwar für etwa 2 Sekunden. Es hat mich tatsächlich, ich würde schätzen, so 3 Monate des Runnens gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass wenn man die ganze Zeit am Springen ist, dass dieser Stunlock einfach nicht da ist. Man bekommt ein bisschen Schaden, ich glaube 2-3 Punkte, sogar im Late Game, also viel Schaden macht er jetzt nicht. Aber man kommt wenigstens aus diesem Stunlock raus. Okay, jetzt habe ich es leider verpennt. Ich muss das nämlich wirklich am Anfang machen. Ich sehe ja, wenn der Gegner anfängt zu zaubern. Ich werde es jetzt mal so machen. Ne, diesmal wollte er wohl nicht. Ich muss auf jeden Fall einen RNGesus auf meiner Seite haben, denn diesen Heldentum-Zauspruch, den ich vorhin angesprochen habe, es gibt eine sehr, sehr seltene Chance, dass er nicht spawnt. Gib den Heiltrank her, danke. Denn das Spiel ist extrem cryptic. Man geht zwar mehrere Gebiete mehrmals im Run ab, aber je nachdem, aus welcher Richtung man kommt oder welche Hauptstory man gerade am machen ist. Wow. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Je nachdem, in welcher Hauptquest man ist, spawnt der Zauberspruch oder eben nicht. Ja, und das klingt schon mal ziemlich shitty, ist es auch. Dramatic Music out of 10, ja. Unnötigerweise sogar. Okay, den Typen muss ich auf jeden Fall bekämpfen, der hat nämlich einen Mana-Kristall für mich. Und es könnte sein, dass der mich jetzt umbringt. Deswegen... Okay. Nein! Ja, der hat einen Serienangriff, übrigens. Und wenn ihr noch nicht genügend Männer-Grunts in Turok bekommen habt, dann bleibt ruhig dran, es gibt noch ein bisschen mehr. Dazu kommt, dass ich eine Audio-File löschen musste, beziehungsweise gelöscht habe, denn jedes Mal, wenn Drake rollt, dann klingt das, wie als ob man einen nassen Sack Kartoffeln auf den Boden schmeißt. Und das jedes Mal, wenn er rollt. Also ein Sound, den ihr gefühlt 2000 Mal im Run hören werdet. Und das war mir dann doch ein bisschen zu heavy. Deswegen habe ich das gelassen. Den möchte ich nicht umbringen, der hat nämlich nichts. Das Spiel ist besonders. Ja, das ist sehr milde ausgedrückt. Denn wie gesagt, die PlayStation-Version ist eine komplett andere Geschichte. Auch sehr interessant für die Leute, die eventuell mit der Might & Magic Lore vertraut sind. Zumindest mit der alten von Teil 6 bis 8. Dort ist nämlich die Rede von den Kreganern oder von den Kregans. Das ist so ein Teufelsvolk. Und das wird hier nicht ein einziges Mal benannt in der PC-Version. In der PlayStation-Version kommen sie zumindest mal zur Sprache. So, da ist unser zweiter Speed-Item. Ein Ring. Der uns noch ein bisschen schneller rollen lässt. Obwohl es nicht mal bergab geht. Also, das ist schon ein ziemlich guter Ring. Das ist quasi unser letztes Speed-Item. Welches wir hier bekommen. Oder generell in dem Spiel bekommen. Die Leute haben alle nichts. Deswegen lasse ich sie einfach am Leben. Und da ist wieder ein Lightning-Typ. Und jetzt kann ich es vielleicht mal zeigen. Genau, normalerweise werde ich gestunlockt, indem ich einfach die ganze Zeit rumspringe und in der Luft stecken bleibe.
einfach mit einem anderen Soundfile ersetzen. Ich hätte so einen. Ich hätte so einen Quietscheschuh von so einem Clown nehmen sollen. Ich glaube, das wäre sogar ziemlich gut gekommen. So, und ich hoffe, dass Iron Jesus bei mir quasi meine Gebete erhört hat. Denn es könnte sein, dass ich gleich ein kleines Problem bekomme. Denn ich muss in diesem Dungeon auf jeden Fall eine Stufe aufsteigen, sonst kann ich nämlich den Timesave nicht machen. Da will ich hin, weil hier liegen ein paar Items, die ich unbedingt gebrauchen kann, denn ich brauche ein wenig Kohle. Oh, wow, das war knapp. So, den Typen erstmal abknallen lassen. Ich brauche eigentlich nur die Rüstung. Den Rest lasse ich liegen. Nein! Oh, das war knapp. Ich werde jetzt hier mal auf die Feinde warten. Da ist jetzt natürlich der Zauberer dabei. Auf Treppen kämpfen ist immer so eine Problematik in sich. Na komm. Och, come on! Ich tue das nur, damit ich gleich nicht softlocke, weil teilweise kann es sein, dass die hier in der Tür stehen bleiben. Und das wäre nicht so schön. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine relativ starke Waffe für den Anfang. Die liegt natürlich einfach nur so rum hier. Das ist typisch für Might & Magic Spiele. Das ist übrigens auch ein Track aus Might & Magic 7, meine ich, aus Celeste, aus der Himmelsstadt. Die Soundeffekte sind klasse. Oh oh, da ist ein Zauberer. Okay, schnell den Berg hochrollen. Vielleicht sieht er mich nicht mehr. Sehr schön. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen. Ich habe, ich muss jetzt hoffen. Oh, sehr schön. Okay. Gib mir dein Hämmerchen, danke. Das war nämlich der letzte Feind in diesem gesamten Dungeon. Und hätte ich den jetzt nicht umgebracht, beziehungsweise hätte das nicht gereicht für ein Level-Up, dann hätte ich ein großes Problem gehabt. Dann hätte ich nämlich ein wenig Time wasten müssen. So, und jetzt kommt nämlich der einzige Glitch in diesem gesamten Spiel. Ich hoffe, ich krieg das wenigstens first try. Nee. Oh, wow. Whoa. Rollen, Drake. Ja, das war der einzige Glitch in diesem gesamten Spiel, der auch nur irgendwas bringt. Alle anderen Glitches sind ganz schön schlecht. Also nicht gut. Und nicht hilfreich vor allem. Tatsächlich habe ich in Richtung Musik nichts ausgetauscht. Also das, was ihr hier hören könnt. Der hat nämlich einen Schnelligkeitstrank. Ja. So sterbe ich auch immer übrigens. Mit einem lauten. Nein, also die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine super musikalische Untermalung. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie da halt keine neuen Songs benutzt haben. Allerdings ist es schön zu hören, dass halt auch nochmal Heroes 3 Musik dabei ist. Might & Magic 7, 6, 8. Und ich glaube sogar Heroes 4, aber das steht irgendwo in den Sternen. Dafür habe ich Heroes 4 zu wenig gespielt. Beziehungsweise ich bin eigentlich generell kein Mensch, der sowas grundsätzlich spielt. Aber Heroes 3 ist einfach nur ein unglaublich geniales Spiel. Und ja, ich sollte vielleicht mal über diese Feinde hier reden, die Dasher nämlich. Die sind einfach mal dreimal schneller als ich und können mir ganz schön dicht auf die Pelle rücken, wenn ich aufhöre zu rollen. Und dieser Typ hier ist ganz wichtig, denn der hat ein Zauberbuch, nämlich den Heldentum-Zauberspruch. Den hatte ich ja schon angesprochen, einer der wenigen Zaubersprüche, die wir tatsächlich gebrauchen können. Das Problem ist, der ist Stufe 1 und Stufe 1
ist zu schwach. Der Heldentum-Zauberspruch gibt mir einen, ja, quasi einen Damage-Bonus auf Stufe 1 von, ich meine, 10% und einen Geschwindigkeitsbonus von 5%. Das klingt zwar gut, aber diese 5% lohnen noch nicht, weil ich muss fürs Zauberspruch wirken stehen bleiben. Und das dauert 3 Sekunden und diese 5% Speedboost, die addieren sich einfach nicht auf. Ach shit, okay. Sollte vielleicht mal ein bisschen öfter speichern. Eventuell. Also für mich persönlich, sollte es irgendjemanden interessieren, für mich hat Heroes 3 aufgehört zu existieren, sobald die Konflux-Partei dazugekommen ist, denn das war ja wirklich der absolut overbroken Stuff. Beziehungsweise diese Sharpshooters, die waren natürlich auch richtig asozial. Ich glaube, die kamen sogar mit Armageddon's Blade. Bin mir aber nicht mehr sicher. So, wir sind in der Zwergenstadt Kuranta. Und werden gleich erstmal aufgehalten. Halt! Na, halt! Das Anliegen bringt euch nach Kuranta. Eine Dame mit Namen Celestia schickt mich. Ich bin hier, um ein Wort mit dem König der Stoneheart-Sippe zu wechseln. Ein Diplomat, was? Ihr seht nicht aus wie einer. Sind wir wieder auf der Frontpage? Cool. Ich meine, ich glaube, das ist so, das könnte so der Run sein, in Kombination mit mir, der die Leute eher verschreckt und sich denken, SGDE, da spielen nur Leute irgendwelche komischen, halbgaren, halbfertigen Spiele. Ich beginne zu verstehen, warum Celestia mich geschickt hat. Und mir hat das Spiel wirklich im Herzen wehgetan, weil ich habe es anfangs schon mal so ein bisschen angerissen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan der Might and Magic Spiele, zumindest der 3D-Teile, außer Might and Magic 9. Da war mir zu viel Ubisoft drin, schon damals. Das Spiel war nämlich auch unfertig, als es rauskam, und dann mussten erst die Fans irgendwelche Patches machen und Patches schreiben. Das war nix. Bitte seht euch meine anspruchsvollen Waren an. Hashtag anspruchsvoll. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Und da sind wir weiter. Diese Feinde, diese Dasher sind sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht warum. Mir kamen sie in der PlayStation-Version nicht so schnell vor. Dieser Ring ist quasi geschenkt, der gibt uns ein bisschen mehr Stärke quasi, also mehr Schaden. Und ja, die alten Might & Magic Spiele sind einfach herrlich. Also Might & Magic 6, 7 und 8. Seid gegrüßt, mein Name ist Drake. Celestia hat mich geschickt, um das Schmetterhorn von eurem König zu holen. Ach, tatsächlich? Ich verstehe, wie wichtig das Horn für euch ist. Aber wenn die Kreuzritter nicht die Legion aufhalten, ich können die Bürger neben dem sich ausbreitenden Blutbad wie eine einfache Familienfehde wirken. Deshalb muss König Stoneheart. Es gibt keinen König Stoneheart. Er wurde niedergemetzelt und sein Sohn, Prinz Dain, wurde als Geisel genommen. Während wir sprechen, halten ihn die Eisenpickelrebellen tief im Inneren der Kurantaminen gefangen. Früher waren die Minen unser Lebenssaft. Jetzt sind sie ein Schlachtfeld. Es ist das Werk eines Verräters. Genug! Wenn der Prinz hier wäre, würde er euch vielleicht das Schmetterhorn leihen. Aber wir besitzen dafür keine Berechtigung. Dann hole ich ihn am besten zurück. Ja. Mir ist aufgefallen, ja. Dass mehr Söldner da sind. Das kann nur auch eine kleine Lore-Geschichte. In der PlayStation 1 Version ist hier die Sprache von einem Tor. T-O-R hieß er, glaube ich. Und der Song ist tatsächlich ziemlich cool. Finde ich. Komm. Oh nein. Och, das war knapp. Und zwar, dieser Tor ist der Bruder von Dain und der soll der Verräter sein. In der PlayStation 1 Version.
In der PC-Version ist nie die Rede von irgendeinem Bruder. Was natürlich der Lore ganz gut getan hat, XD. Also, ich muss sagen, der Song ist echt ziemlich cool. Wenn das auch irgendwie aus irgendeinem Heroes-Spiel ist, dann sollte das jemand wissen, dann gerne ab in den Chat damit. Das Kartenspiel, du meinst wahrscheinlich Arcomage, ist ein unglaublich gutes Spiel. Also damit... Also, das Spiel selber ist sehr, sehr gut. Ich habe das unglaublich gerne gespielt in den Might & Magic Spielen, also Might & Magic 7 und Might & Magic 8. Da konnte man das nämlich in jeder Taverne spielen. Da gab es sogar eine... Boah! Nein! Geh weg mit deinen Serienangriffen. Danke. Der hatte noch einen Heiltrank, genau. So. Hier wird es ein bisschen spannend. Da ist ein Feuerball-Zauberspruch, den brauche ich nicht. Und dazu gab es tatsächlich auch ein Standalone-Game. Das hat aber keiner gekauft. Komischerweise werden so Klone für Smartphones... Autsch. Ey, wow. Der Zwerg will's aber wissen. Oh, nein. Boah, der hat mich gejumpscared. Meine Fresse. Das war nicht schlecht. Oh. Das war knapp. Gütige Götter, vielen Dank. Ich bin Dane, Prinz von Koranta. Meine Rettung soll nicht ohne Lohn bleiben. Es ist gut, denn ich möchte eurer Hoheit um einen kleinen Gefallen bitten. Ich gehe jetzt auf den Weg nach oben. Ich habe Drakes Bitte um das Schmetterhorn gehört und denke, wir sollten sie ihm gewähren. Wir sind einverstanden, euer Hoheit. Aber wie ihr wohl wisst, befindet sich das Zepter der Herrschaft nicht mehr in eurem Besitz. Und ohne es können wir diese Bitte nicht gewähren. Das Zepter macht meine Thronfolge rechtswirksam. Ohne es bleibt mir wahre Königswürde versagt. Ha! Und wo ist dieses entzückende Zepter? Dieses Spiel ist von 1999. Zumindest aus also wurde das released in Nordamerika. Wenn ich das Zepter zurückerlangt würde, könnte ich euch sicher das Schmetterhorn geben. Ah, du meintest Duels of Champions. Habe ich tatsächlich nie gespielt. Wenn ich ein Kartenspiel jemals gespielt habe, dann war es Magic the Gathering. Und eben Arcomage. Ja, ansonsten 2003 ist New World Computing bzw. 3DO pleite gegangen oder bankrott gegangen. Was ich sehr, sehr schade fand. Denn wie ich bereits mehrfach nun schon ausgebreitet habe, bin ich ein sehr großer Fan der Might & Magic Spiele. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht nachvollziehen kann, was sie sich bei Might & Magic 8 gedacht haben. Denn das Spiel ist balancing-mäßig absolut grottenschlecht. Aber trotzdem sehr, sehr spaßig. Also wenn ihr was für Oldschool-Rollenspiele übrig habt, Might & Magic 6, 7 und 8 sollten in eure Hände fallen. Würde auch sagen Wizardry 8, aber Wizardry 8 habe ich zu wenig gespielt, als dass ich dazu irgendwas sagen könnte. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele oder relativ viele Spiele, die den Namen Might & Magic tragen, die eigentlich gar nichts mit Might & Magic zu tun haben. Das bekannteste sollte Dark Messiah of Might & Magic sein. Ist einfach wirklich nur ein Cash-In für den Namen halt. Das Spiel soll ganz gut gewesen sein. Ich fand es jetzt eher so durchschnittlich. Könnte aber auch an mir gelegen haben. Weil, ich meine, schaut euch an, was ich hier spiele. Also von Spielegeschmack kann man da nicht reden. Ansonsten gab es noch ein Multiplayer-Shooter. Ja, ein quasi Arena-Shooter, wenn man das so will. Oder ich würde sagen... Oder ich würde einfach mal Magazine zitieren, die dieses Spiel mit Counter-Strike verglichen haben. Und beim weiteren Nachdenken ist mir aufgefallen, ja, das könnte sogar ein ziemlich guter Vergleich sein. Das ist nämlich Legends of Might & Magic. Die Idee dafür war richtig, richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war tatsächlich einfach nur ein Multiplayer-Spiel mit bis zu 32 Spielern. Und jeder Spieler durfte eine Seite auswählen, dunkel oder halt gut. Und konnte sich zwischen drei Klassen entscheiden. Der hat einen Mana-Trank, meine ich. Ah, okay, ist immerhin mal ein Heiltrank.
Ich gehe ein bisschen auf Nummer sicher, wie gesagt. Und dieses Spiel war tatsächlich ganz schön spaßig. Für vielleicht 2 bis 3 Runden. Ab dann wurde es eigentlich nur noch langweilig, weil die böse Seite immer viel, viel stärker war als die normale. Also als die gute, meine ich. Und ja, weitere Spiele davon wären halt zum Beispiel Crusaders of Might and Magic, Shifters of Might and Magic, Warriors of Might and Magic. Ja klar, Heroes kennt man ja. Ist ja nicht unbedingt, also ich würde nicht sagen, dass es ein Spin-off ist. Es ist halt wirklich ein eigenes Franchise quasi. Und da bleibe ich dabei, Heroes 3 ist das Beste davon. Obwohl jetzt auch einige sagen werden, Heroes 5... Nee, Heroes 5 ist auch ein super Spiel, aber Heroes of Might and Magic 3 ist so ein typisches Spiel für die einsame Insel. Kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ja, genau. Während des Rollens kann ich Items nicht einsammeln, weil das zu viele Inputs für die Tastatur sind. Denn ich müsste quasi diagonal rollen. Ich müsste... also diagonal rollen, also A und D... A und D. Also W und D oder W und A. Dann habe ich C fürs Crouchen. Den muss ich umbringen. Oh, verdammt. Der hat nämlich einen Zauberspruch, der gut ist. Oh... und ich müsste dann auch noch E drücken, um etwas aufzusammeln. So, da ist der Anführer. 1, 2 und fertig. Das war der gesamte Auftrag. Jetzt darf ich wieder zurück. Ja, und hier kommen wir zum Beispiel zu einem super witzigen Part, der einfach wirklich nur aus purem und stumpfem Backtracking besteht. Jetzt darf ich einfach den Weg, den ich gerade eben gelaufen bin, wieder zurücklaufen. Was natürlich unglaublich spaßig ist. Ich meine, juhu. Einfach mal eine Frage in den Chat. Habt ihr Dark Messiah of Might and Magic mal gespielt und auch mal den Multiplayer ausprobiert? Denn ich wollte ihn mal ausprobieren irgendwann und habe es dann irgendwann gelassen. Und für mich wäre es mal interessant zu wissen, was eigentlich dieser Koop-Modus oder dieser Multiplayer-Modus ist. Weil ich glaube nicht, dass das Koop-Kampagnenmäßig ist, sondern einfach wahrscheinlich nur so ein Dual-Kram. Also dass man quasi 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 spielt. Sollte das jemand wissen, einfach gerne mal in den Chat schreiben. Oh Gott. Ich wollte eigentlich ein paar Viecher snipen, aber irgendwie mache ich das gerade noch nicht. Uff. Okay. Angriffszaubersprüche muss man nicht zaubern, also da muss Drake nicht für stehen bleiben. So, ein bisschen Heilung für mich. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Heiltrank. Mein Mana regeneriert sich over time. Das heißt also, das Beste, was man machen kann, ist Mana zu verbrauchen. Und wenn man dabei noch ein paar Feinde umbringt, ist das natürlich auch sehr gut. Ach, leider war das nix. Ich könnte mich jetzt umdrehen und die Viecher einfach zerkloppen, aber das mache ich nicht, weil ich werde gleich die Möglichkeit haben, die zweitstärkste Waffe im Spiel zu kaufen. Und das werde ich natürlich auch machen. Denn die stärkste Waffe kostet 5000 Draken bzw. Goldmünzen. Und die ist sehr, sehr weit abgelegen von der eigentlichen Route. Deswegen leider nicht. Aber die zweitstärkste Waffe reicht auch. So, und das eigentliche RNG in diesem gesamten Run ist einfach diesen Heroism 2 Zauberspruch zu bekommen, also Heldentum. Weil ohne den ist das Spiel... Ich würde sagen, um 10 Minuten langsamer. Deswegen habe ich auch so ein bisschen so einen Monka-S-Moment mit dem Estimate gehabt, weil es könnte sein, dass ich das Estimate minimal sprenge, selbst mit dem Heroism-Zauberspruch, weil das RNG einfach nicht will. Aber wir schauen erstmal, wie weit wir kommen. Und uff.
ja, der ist halt einfach mal elends gestorben. Hatte auch nicht viel Gesundheit dabei, gerade mal 5. Was mich natürlich nur minimal geheilt hat. Ach, schöne Musik. Ach, Might and Magic, ich schmelze dahin. Also nicht für Crusaders, beim besten Willen nicht, aber... vielleicht soll, oder vielleicht ist die Frage schon aufgekommen, warum die Kategorie Any% Squire heißt. Squire ist einfach der Schwierigkeitsgrad. Squire ist der einfachste, dann haben wir noch Knight und wir haben Crusader. Und, Crusader ist wirklich sehr unforgiving. Die Feinde machen einen Mordsschaden. Man braucht wesentlich mehr Erfahrung, um aufzusteigen. Aber ansonsten ändert sich nichts am eigentlichen Spiel. So, zack. Ich kann euch gar nicht genug für die Rückgabe des Scepters danken. Ihr seid wahrhaftig ein einmaliger Krieger, ein Gigant unter den Schurken, ein... Ja, ja, was ist mit dem Horn? Das Horn wurde für euch bestimmt, Drake, und nur ihr könnt es benutzen. Ha! Viel Glück in eurem Kampf gegen die Legion. Ha! Wir freuen uns schon auf gute Nachrichten von der Front. Ihr und ich, euer Hoheit. Aber klar. Mir ist aufgefallen, dass mehr Söldner da sind. So. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber jetzt besteht das Spiel eigentlich wirklich nur daraus, wieder zurück zur Zitadelle zu laufen, dann wieder in dieses Gebiet hier, also jetzt nicht unbedingt nach Kuranta, aber schon so in die gute Richtung. Denn Celestia muss dieses Horn unbedingt sehen, um mir sagen zu können, ja, das ist das Schmetterhorn, weil es kann ja sein, dass die Zwerge mir irgendeinen Streich spielen oder so ein Kram. Deswegen, also, es muss ja nicht alles Sinn machen. Ich brauche den Kettenpanzer der Vernunft eigentlich. Ups. Das brauche ich nicht. Das geht mal nach hier unten. 12 Heiltränke sollte für den Anfang reichen. Bitte seht euch meine anspruchsvollen Waren an. Ja. So, und das war der Rest an Geld, den ich in diesem Spiel ausgeben werde. Weil mehr wird es nicht. Ich werde auch keinen Shop mehr sehen bis zum Ende des Spiels. Deswegen, man könnte sagen, 12 Heiltränke sind ein bisschen wenig. Aber ich habe ja dafür noch den Seelentrinker-Zauberspruch. Also ein bisschen heilen kann ich mich noch. Und sobald ich Heroism 2 habe, kann das Spiel auch richtig losgehen. Denn was ist besser als back zu tracken? Oder zu backtracken? Sollte vielleicht Denglisch oder Gamren oder wie auch immer man das nennen darf, sprechen. Als dass man einen super guten Zauberspruch bekommt, der einen auch noch schneller macht. Und zwar um 50%, was eine ganz schöne große Menge ist. Wow! Den wollte er aber unbedingt haben. Wahnsinn. Oh, der hat aber unglaublich viel Gesundheit dabei. Finde ich gut. Und ich hoffe, ich habe kein schlechtes Glück. Den werde ich mal umbringen. Der hat nämlich ab und an mal einen Mana-Trank dabei. Denn die Feinde werden tatsächlich random auf das Spielfeld gepackt. Also die sind zwar immer in derselben Position, aber quasi die Anzahl an möglichen Mana-Tränken und so weiter ist immer gleich. Nur man muss diese Feinde halt auch erstmal finden. Das heißt also, ich könnte mich durch jeden Feind hier durchkloppen und hätte dann quasi dieselben Items oder dieselbe Anzahl an Items, die ich bekommen hätte, hätte ich gewusst, welche Feinde welche Items haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt Pech habe und ich kenne mich, spawnt dieser Typ ganz woanders und ich werde niemals auf Heroism 2 kommen. Und das wäre, gelinde gesagt, nicht so schön. Da haben wir schon mal ein Skelett. So. Wenn wir Glück haben, steht der Typ gleich hier um die Ecke. Wenn wir Glück haben. Man sieht, dass die Charaktere, die Zaubersprüche dabei haben, ein wenig größer sind. Ja, da ist er. Oh shit, oh shit. Nein! Ah, okay, ich habe gespeichert, alles gut. Ich brauche mal einen Trank, danke. So, nein, den da oben brauche ich. Ja, schaut euch an, was mir da hinterhergelaufen ist. Die Leute haben nämlich ein unglaublich hohes Agro-Level. Nein! Oh,
Uff, okay. Mit der Heilung wird's vielleicht doch nicht so gut. Und bevor die Frage aufkommt, warum ich meine Heiltränke vorhin verkauft habe, das liegt ganz einfach daran, die kleinen Heiltränke heilen im Vergleich zu den großen halt überhaupt nichts. Ich glaube 9 oder 10 Trefferpunkte, mehr ist es dann wirklich nicht. Ich warte mit dem Heroism-Zauberspruch nochmal ein bisschen ab, bis mir niemand mehr hinterherläuft. Sollte kein Problem sein im nächsten Gebiet. Und dann gehen wir richtig ab. Dann rollen wir nämlich schon so schnell. Und wenn wir jetzt noch einen Schnelligkeitstrank trinken würden, dann würde das Spiel richtig nuts gehen. Jetzt sind wir ungefähr so schnell wie diese Dasher. So, das Gebiet sollte uns ja bekannt sein. Also normalerweise, das war so der Grundplan für dieses gesamte Spiel, für den gesamten Run, ist einfach, wenn Feinde einen den Rücken zukehren, dann brauchen sie ziemlich lange, um sich umzudrehen. Und in der Zeit kann man sie eigentlich relativ einfach snipen. Aber, ja, die Idee, die ist so ein bisschen eher in den Hintergrund gewandert, weil es halt selten funktioniert. Denn sobald man auch nur ein paar Feinde, ja, quasi anzieht, kann man das eigentlich so ziemlich vergessen. Weil gerade die Dasher so schnell sind, die bringen einen halt einfach um. Zum Beispiel jetzt hier brauche ich keinen Heroism-Zauberspruch zaubern. Weil hier werden wir einfach umgebracht. Tut dein Finger durch das Rollen weh? Am Ende des Spiels habe ich eine gewisse Druckmarke an meinem Daumen, ja. Weil C ist die Duckentaste und man muss die gedrückt halten, um zu rollen. Also, das heißt, wenn ich mir jetzt mal vom Estimate ausgehe, drücke ich diese Taste für etwa 1,5 Stunden. Und ich würde sie ja festkleben, die Taste, aber das bringt nichts, weil manchmal muss ich halt auch springen. Und ja, dann habe ich halt ein kleines Problem. Ach meine Güte, lasst mich doch in Ruhe, ich will doch einfach nur backtracken. Ja, ansonsten gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht mehr so unglaublich viel zu sagen, außer dass man halt elends viel backtracken muss. Aber das hatten wir ja schon. Es gibt noch ein paar mehr Zaubersprüche, nur auch hier ist halt einfach das Wissen nötig, zu wissen, wann muss ich in welches Gebiet reingehen, um einen Zauberspruch zu bekommen. Und das sah sehr interessant aus. Die Tastenbelegung lässt sich ändern, allerdings habe ich die Tastenbelegung schon so dermaßen geändert, um mir das Spiel halbwegs angenehm zu machen. Zum Beispiel, dass schnell speichern und schnell laden auf F11 und F12 sind, laut dem Standard zumindest. Und das ist ganz schön schlecht, weil ich muss halt relativ schnell mal schnell speichern oder schnell laden. Da ist ein Blitztyp, genau. Nein! Oh, okay. Da hatte ich Glück gehabt. Die Kiste hat mir den Tag gerettet. Und der ist gemein zu mir. Oh, wow. Ich hab mich geduckt und, naja. Ach ja, manchmal kann Drake auch einfach random stecken bleiben. In der Luft. Ja, der ist jetzt nicht so stark. Der hat mir auch ein Level abgegeben. Was tatsächlich das Beste ist, was mir passieren kann. Denn diese Rundumfahrt, die bekommt man auch, obwohl man hier keinen Level abbekommt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich waren die einfach nur elends stolz darauf, da zu zeigen, hey, guck mal hier, wir können Kamerafahrten. Okay, hier gibt es natürlich wieder unzählige von diesen Blitzviechern. Deswegen werden wir hier nicht rollen, sondern springen. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze sehr, sehr spaßig. Gerade wenn man von allen Seiten beschossen wird
mit diesen Blitzzaubern. Die machen nicht viel Schaden, aber ja, so, das passiert, wenn man mal nicht springt. Man wird einfach für 2-3 Sekunden gestunlockt. Man kann sich dann nicht verteidigen. Das heißt, wenn dann Leute um Drake herumstehen, dann hat man natürlich ziemlich gelitten, würde ich behaupten. Hier werde ich auch nicht rollen, weil da hinten, glaube ich, auch noch so ein Magier ist. Aber ich kann so ein bisschen abspacken hier. Okay, diesmal ist er nicht gespawnt. Sehr interessant. Oh, wow. Das war knapp. Auf der Leertaste ist das Springen. Und auf das Springen würde ich ungern verzichten, gerade bei diesen Blitzviechern. Uff, mit einem Schlag gestorben. Ja, wie gesagt, wir haben die zweitstärkste Waffe im Spiel. Der hat kein Mana-Kristall, deswegen lasse ich den erstmal liegen. Was ist das Ziel hinter dem Ganzen? Nun, wir haben da einen bösen Zauberer, einen untoten Zauberer namens Necros. Fragt mich bitte nicht, ob der irgendwie mit in der Lore von Heroes 3 oder 4 ist, keine Ahnung. Ich habe die Kampagne nie gespielt, ich habe eigentlich nur penetrant auf den Sack gekriegt, selbst im Tutorial XD. Aber letzten Endes haben wir halt da diesen Bösen, diesen Necros, und zu dem wollen wir durchdringen, und das schaffen wir nur, indem wir durch Stronghold durchkommen. Und Stronghold ist fest verschlossen durch eine große Tür. Und nun, da wir das Horn of Shattering haben. Ach, hallo Magier. Geh weg. Hat er ein bisschen gebraucht. Dadurch, dass wir das Horn of Shattering haben, müssen wir es zurück zu Celestia bringen. Die wird uns sagen: Ja, das ist das Horn. Das habt ihr wirklich super gemacht. Und jetzt bewegen sie ihren dicken Kadaver wieder durch dieselbe Höhle, durch die sie vor 10 Minuten gegangen sind. Und bewegen sie sich Richtung Stronghold. Das ist alles, was momentan abgeht. Und dann müssen wir natürlich Necros noch bekämpfen und dieser Bossfight ist sowas von unglaublich cheap. Das glaubt man gar nicht. So, den wollte ich jetzt einfach mal gerade für ein bisschen XP missbrauchen. Und auch eine super Sache, wenn ihr jetzt denkt zum Beispiel, oh, der hat keine Heiltränke mehr, macht ja nichts. Der hat ja diesen Seelentrinker-Zauberspruch. Der Seelentrinker-Zauberspruch wirkt genau gegenteilig gegen untote Feinde. Und guess what? Wir sehen fast nur noch untote Feinde. Und deswegen, also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber mir einen Zauberspruch zu geben, wo ich mir dann denke, boah, cool. Ja, kann ich mich immer unendlich heilen quasi, oder wenn ich mal stuck bin, dann kann ich mich mal zur Not heilen, wenn ich mir halt zum Beispiel keine Heiltränke gekauft habe. Nein, so einfach ist das leider nicht, denn sobald nur noch untote Feinde um dich rumstehen, hast du gelitten, weil wenn du dann den Seelentrinker-Zauspruch benutzt, dann ziehst du dir Leben ab und gibst es dem Feind. Sounds like fun. Okay. Ja, das habe ich mir gedacht. Der snipet mich nämlich immer. Schaut euch den Mist an. Schaut euch das einfach nur an, wie viele von diesen Blitzviechern hier sind. Ist doch echt nicht mehr witzig. So, jetzt bin ich weg. Oh nein, ich bin doch nicht weg. Oh, bin ich eigentlich schon wieder fast tot? Nein. Oh, knapp. Den habe ich nicht kommen sehen. Oh, der ist mir auch noch in den Weg gesprungen. Was für ein Mistkerl. Okay, der hat das Necros Seal of Approval auf jeden Fall verdient. Es ist nicht spaßig, das kann ich dazu sagen. Also dieses Spiel wäre perfekt für so einen Awful Games Done Quick Run. Ich meine, anderthalb Stunden lang rumrollen. Ich meine, das mache ich jeden Tag, aber sogar für ein bisschen länger als nur anderthalb Stunden. So, ich bin mal gerade so ein bisschen auf Nummer sicher. Ich meine, hier bin ich gerade in Sicherheit, aber sonst sieht es halt immer ein bisschen schwierig aus. Dann leg Springen eben auf C. Ja, das könnte auch funktionieren tatsächlich. Die Standardbelegung ist übrigens Steuerung. Und wenn ihr euch jetzt einfach mal vorstellt, ihr legt eure linke Hand auf WSAD und versucht dann Steuerung für anderthalb Stunden zu drücken, dann werdet ihr, glaube ich, auf dasselbe Ergebnis kommen wie ich, dass das ziemlich ungemütlich für den kleinen Finger ist. Um das mal gelinde
und ein bisschen milder auszudrücken. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich würde das Spiel tatsächlich durchlaufen, als durchzurollen quasi. Das ist doch langweilig. Jetzt muss ich mal gucken, wann der Zauberspruch aufhört. Sollte gleich soweit sein. Ja, jetzt so. Denn das, was man auf jeden Fall hier an Optimization durchführen kann, ist halt einfach abzupassen, dass man möglichst viel von dem Heroism-Zauberspruch für sich nutzt. Denn sobald man in eine Cutscene kommt oder irgendwie Dialog läuft, kann man den Charakter ja nicht mehr bewegen. Und dann habt ihr das Mana eigentlich nur verschwendet, so wie jetzt zum Beispiel. Wo ist Eren? Bringt ja. Den Hauptmann Ursan und eine Gruppe von Kreuzern eigentlich zu den Gletschern. Es würde mehr Spaß machen, wenn man im echten Leben rollt, aber es wäre halt viel spaßiger, wenn es nicht so wehtun würde. Ja, da spreche ich aus Erfahrung. Shoutouts übrigens an den Typen von damals, von vor, ich glaube, 6 Jahren. Ich habe nämlich dazu mal ein Let's Play gemacht auf meinem YouTube-Kanal und es gab da jemanden, der hat das Spiel tatsächlich, obwohl ich blind oder semi-blind in den Titel geschrieben habe, hat er das als Komplettlösung genommen und hat mich eigentlich in jedem Part nur stumpf beleidigt. Also in den Kommentaren halt. Ich habe das Horn, aber es dauerte viel länger, als ich dachte. Das sind gute Nachrichten, Drake. Die kann ich brauchen. Hauptmann Ursan und einige meiner besten Kreuzritter sind nicht von ihrer Mission zu den Gletschern zurückgekehrt. Ihr müsst sie finden. Ja. So, und Wiedersehen. Und schon darf ich denselben Weg, den ich gerade gelaufen bin, alle nochmal, na, nicht ganz zurücklaufen, aber schon so im Großen und Ganzen. Ups. Mach mal ein Heldentum, damit mein Mana sich wieder regenerieren kann. Das ist übrigens auch ein Song aus Might & Magic 7, meine ich. War das die Bracada-Wüste oder war das Deja? Ich glaube, oder Deja, wie auch immer man das aussprechen möchte. Ich glaube, es war die Bracada-Wüste. So, Vorsicht. Jo. Warum auch immer dreht sich da die Kamera. Und diesmal gab es keine Cutscene, deswegen ist mein Heldentum-Zauberspruch noch da. Meine Stimme ist so beruhigend. Ach, vielen herzlichen Dank. Meine Freundin sagt zwar immer nee, aber... ich hoffe, sie schaut jetzt nicht zu. Ich weiß nicht. Ich hab dich lieb. Nein, ich hab dich nicht nur lieb, aber... bitte nicht schlagen nachher. Also nur, wenn ich das auch möchte. Ich glaube, ich reite mich hier gerade nur viel, viel tiefer rein. XD reiten, XD. Quality Content, Quality Humor. Das ist noch nerviger als das Rumgerolle in Odyssey. Das ist mal eine Aussage, ja. So, jetzt werde ich gleich gestoppt, deswegen habe ich jetzt hier keinen Heroism-Zauberspruch benutzt. Ich werde mich jetzt gleich von der total schlanken Frau dort angesprochen. Hinter diesem Kampf steckt mehr. Damit solltet ihr die Dinge klarer sehen. Danke. Und wenn der Gegner besiegt ist, ist das Spiel zu Ende. Ja. Rollt man einfach in den Endboss rein? In gewisser Art und Weise schon, ja. Das soll dir nichts sagen, mein Schatz. So, wir haben jetzt den Talisman of True Sight bekommen und vielleicht habt ihr das gerade im Augenwinkel schon gesehen. Hinter den Soldaten sind so ein paar komische Geister rumgeflogen. Das sind... Oh Gott, wie heißen sie denn? Keine Ahnung, die haben irgendeinen Namen. Mir fällt nur der Name gerade nicht ein. Das ist quasi so ein bisschen Gehirnwäsche oder Gedankensteuer. Oder Gedankensteuer, ja. Das kommt auch noch. Das wird es demnächst in Deutschland auch geben. Gedankensteuer. Wow! Das Damage Boost. So, jetzt werde ich noch nicht das Heldentum benutzen.
Denn gleich kommen wieder diese Magier. Erstmal er hier. Der hat ein bisschen Erfahrung für mich. Für mehr habe ich den jetzt gar nicht umgebracht. Oh je. Okay. Hier bin ich ein bisschen sicher. Oder auch nicht. Hilfe. Naja gut, du musst nicht unbedingt rollen. Es ist halt einfach nur die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit. Du kannst das Spiel natürlich auch ohne Zaubersprüche und ohne Plan und Sinn und Verstand spielen und ohne Rollen, also nur laufen oder am besten sogar einfach nur springen. Dann ist der Run nämlich irgendwie gefühlt 3,5 Stunden lang und der Run besteht nur daraus, sich eigentlich nur aufzuregen, wie unglaublich schlecht dieses Spiel ist. Denn ich frage mich einfach, warum die PlayStation 1 Version 2 Monate später rausgekommen ist und einfach so viel voller ist auch einfach. Also auch, ich weiß nicht, viel spaßiger, weil das Spiel soll sehr, sehr schwer sein. Also ich habe das nur bei einem Kumpel mal zugeschaut. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, der Final Boss ist tatsächlich extrem cheap. Also wirklich extrem cheap. Kennt ihr das, wenn ihr irgendein Spiel spielt und der Charakter oder euer Gegner reagiert nicht so, als wenn er getroffen wird? Und ihr denkt euch, hör, ich schlag da drauf, aber es passiert nichts oder der bekommt wahrscheinlich keinen Schaden. Genau das ist Nekros. Bevor der Kampf überhaupt startet, verzaubert er sich mit allem möglichen Kram, irgendwelche Resistenzen gegen irgendwas. Und man denkt sich nur so, hä, okay, wie soll ich den jetzt verletzen? Oh wow, das war ein Hit and Run. Auch selten. Es ist nun mal ein Rollenspiel. Oh, der war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Oh shit. So. Erstmal den Berg hochrollen. Ich meine, ich habe das schon ausprobiert, ja. Das funktioniert so nicht. Dieses Spiel ist nicht realistisch. Ich kann den Berg runterrollen, ja, aber hochrollen wird ein bisschen schwierig. Ich meine gut, wenn man das in Tony Hawk auch kann auf dem Skateboard, dann kann man das eventuell im echten Leben auch so. So, du gibst mir Erfahrung. Danke. Warum zocke ich so ein Game? Ganz einfach. Eines Tages war ein junger Spund auf YouTube unterwegs und dachte sich, du kennst das Spiel doch. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, oh Gott. Okay. Das war knapp. Und dieser junge Mann war der Meinung, hey, das Spiel kennst du doch irgendwoher. Das hast du doch schon mal irgendwann gespielt und schau einfach mal, ob es dazu ein paar Speedruns gibt. Und da gab es tatsächlich einen. Und ich war von Anfang an der Meinung, das Spiel ist unnötig lange in die Länge gezogen worden. Weil, wenn man das Spiel mal so betrachtet, dann ist das wirklich einfach nur stumpfes Backtracking. Aber irgendwie mochte ich den Gedanken, mir selber weh zu tun beim Videospielen. Und dann kam ich halt auf das Spiel und kam eins zum anderen. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich dieses Spiel eingelegt, habe es gespielt und hab einfach nur noch still in der Ecke gesessen und geweint. Story of my life. Oh, danke für den Feuerball. Du hast ein bisschen Geld, das ich nicht brauche. Der hatte jetzt übrigens einen Unsichtbarkeitstrank dabei, der gar nicht im Spiel vorgesehen ist. Der funktioniert nicht. Der macht nichts. Hauptsache Unsichtbarkeitstrank. Das Einzige, was unsichtbar ist, ist die Auswirkung des Tranks oder des Zauberspruchs. Damit ihr was zu lachen habt, genau. Solange sich Leute hier unterhalten fühlen, tue ich mir auch selber weh mit Videospielen. So. Nein. Oh wow. Ach, den habe ich ganz vergessen. Macht aber nichts. Ach, noch so einer. Ich bin schon weg. So.
Ja, toll. Oh shit. Komm. Wow, der ist abgehauen. Das ist so auch noch nie passiert. So, nun müssen wir in die Gletscher. Und müssen uns erstmal wieder beschießen lassen, natürlich. Logisch. Also wenn es etwas gibt, was in diesem Spiel extrem nervtötend ist, dann sind es diese Zauberer. Denn diese ständige Gestunlocke, das geht einem nur noch auf den Keks. Aber was will man machen? Ja, ja, ist doch okay. Der sollte mich, glaube ich, nicht mehr sehen. Okay. Du gibst mir auch ein bisschen Erfahrung, bitte. Und sogar einen Heiltrank. Nein. Ich meine, immerhin machen diese Blitzzauber kaum Schaden, aber es ist einfach nur noch nervtötend. Da ist ein Heiltrank drin. Ja. Ich meine, die kleinen Heiltränke kann man immer noch gebrauchen, auch im Late Game. So ein bisschen Heilung ist immer gut. Den habe ich jetzt mal nicht umgebracht. Den auch nicht. Naja, das war klar. Also wenn ihr da, vorhin in Turok noch nicht genug Männergrunts gehört habt, dann habt ihr sie auf jeden Fall jetzt. Das könnte eine leichte Verschwendung gewesen sein. Nur minimal. Na, wobei es geht. Hier hinten sind nicht mehr so viele von den Blitzzaubern. Ich bin momentaner WR-Halter mit einer Zeit von 1:29:17 und der Run ist nicht so sonderlich gut. Ist einiges schief gelaufen. Es gibt noch einen zweiten Runner, der das Spiel leider gedroppt hat nach dem ersten Run. Wahrscheinlich hat er auch nur innerlich geweint. Okay, kein Level-Up, schade. Drake, ihr lebt! So, das ist, Mighty Magic 7 Theme. Ich brauche eure Hilfe. Hauptmann Ursan ist verschwunden. Genau, 1:29:17 ist WR. In der Zwischenzeit suche ich weitere. Den werden wir höchstwahrscheinlich nicht schlagen. Aber das sollen wir auch gar nicht, weil das Spiel auch so witzig ist. Also witzig für euch. Für mich ist das, ja, mein täglich Brot. In gewisser Art und Weise. Mir fällt gerade mal auf, dass wir nicht einen einzigen Mana-Trank gefunden haben. Feels bad, man. Aber dafür haben wir ein paar Mana-Kristalle. Uch! Geht weg! Danke. Also, ich muss mich einfach entschuldigen bei Tinue, dass ich jetzt quasi so, ja, und eigentlich auch bei dem jungen Mann vorher mit Halo 3, also zwei meiner Meinung nach okay oder gute Spiele, und dann komme ich um die Ecke mit so einem Kram hier, also es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, eure Spiele quasi in dieselbe, ja, ich sag jetzt mal, in dieselbe Zeitzone, in denselben Tag, in dieselben 6 Stunden zu stecken, wie eure Runs. Es tut mir sehr, sehr leid. Entschädigung gibt's trotzdem nicht, ich bin arm. Ich bin arm, rund, rolle rum und brauche das Geld. Tue ich mir das Spiel noch öfters an, als es nur zu runnen.
Achso, tue ich mir das oft an, das Spiel generell zu runnen. Gelegentlich, also nicht oft. Tatsächlich. So, ich werde jetzt keinen Heldentumsausspruch wirken, weil da hinten ist gleich eine Cutscene. Übrigens, das sind Eistitane. Also wenn ihr gedacht habt, dass die Viecher in Might and Magic 7 und Might and Magic 6 ziemlich cool aussahen, dann well, look again. Hauptmann, geht es euch gut? Als wenn die sind nicht nur elends verpixelt. Daran, dass ich von den Eistitanen angegriffen wurde. Habt ihr Geralt oder Amroth Nein, gesehen? Nein, aber ich habe Erin gefunden. Wir sollen uns am Luftschiff treffen. Gut, ich habe etwas Wichtiges, das ich Celestia zurückbringen muss. Drake, wir müssen ohne euch zurückkehren. Ich möchte, dass ihr diese Rolle nach Koranta bringt und dem Zwergenkönig übergebt. Kleiner Funfact. Kreuzritter werden an den westlichen Toren von Stronghold versammelt und erwarten eure Rückkehr. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Kleiner Funfact, diese Aufgabe mit diesem Brief für den Zwergenkönig müssen wir nicht machen. Das ist eine optionale Quest. Als einzige Quest in einem Rollenspiel. Es gibt sonst keine Sidequests. Wahrscheinlich habt ihr jetzt gedacht, ich überspringe das alles und man kann da irgendwie zum Beispiel auf der Zitadelle rumlaufen oder in der Zwergenstadt rumlaufen und Aufträge einsammeln. Nein, es gibt keine Sidequests, außer diese eine. Ich frag mich, warum? Ich meine, ich denke, das Spiel hätte Potenzial gehabt, aber nicht unter dem Namen Might and Magic und nicht irgendwie so, wie es halt rausgekommen ist. Und das sieht wirklich lachhaft aus. Yeah. Wenn das mal kein epischer Kampf war, dann das hier. War's also. Huh. Kreuzritter? Danke, dass ihr mich von diesem finsteren Diener von Necros befreit habt. Der Betrüger nahm mir zwar mein Leben, können für aber sich ich habe seine Gedanken gesehen. Es gibt einen Zauberspruch, der sie verwundbar macht. Ja. Es gibt einen Zauber, der sie verwundbar macht. Und ab dann wurde abgeschnitten. Das heißt, wir müssen jetzt quasi wieder in denselben Gang, in dem wir gerade eben schon waren. Ich erkenne hier ein Muster. Ja, das war tatsächlich, gerade wenn du dir bedenkst, du hast Heroes 3 gespielt oder du hast, keine Ahnung, du hast Might and Magic 6, 7 oder 8 gespielt und denkst dir, boah, cool, da steht Might and Magic drauf und es ist ein Rollenspiel und nicht so wie Might and Magic und boah, das muss ich unbedingt spielen und dann kaufst du es dir für 15 Mark, gehst damit nach Hause und nach 15 Minuten merkst du, quasi die Katze im Sack gekauft. Das könnte quasi der Scam zur Jahrtausendwende gewesen sein hier, das Spiel. Oh oh. Ach, Ruby Dragon, du schaffst das schon. Ich meine, vorhin habe ich schon gesehen, bei meinem Turok-Run waren ungefähr 1100 Leute Peak, glaube ich. Und das war natürlich ziemlich hammerhart. Waren auch sehr viele Englischsprachige dabei. Okay, das hätte ich wissen müssen. Und es waren halt sehr viele aus der Turok-Speedrunning-Community dabei und ich sag mal so, wenn man sich nicht auf diese Zahl so versteift, weil sehr, sehr viele halt, schätze ich mal, am Lurken sind, man sollte sich einfach nicht auf die Zahl quasi konzentrieren oder sich davon fesseln lassen, sondern einfach sein Ding durchziehen, Spaß haben. Und den habe ich, obwohl das Spiel halt so ist, wie es ist. So, und ich glaube, ich brauche gleich mal einen Mana-Kristall. Ich könnte, glaube ich, einen gebrauchen. Nehme ich mal einen zu mir. Ihr seid fast immer alle nett. Ja, das würde ich auch so sagen. Shoutouts übrigens an den... Na, wobei, keine Shoutouts. Nehmt euch kein Beispiel daran. Wir hatten vorhin jemanden. Das habe ich so halb mitbekommen. Oh, verdammt. Okay. Ich muss
nur an dem Magier vorbei. Okay, schon sind wir durch. Wir hatten vorhin jemanden, der sich über den Halo 3 Runner lustig gemacht hat. Der hat dann der Batman Arkham Origins, glaube ich, gespielt. Hat sich über seinen Aussie-Akzent lustig gemacht. Also Quality Humor auf jeden Fall. Ich meine, ich hoffe, keiner von euch hat meinen Turok Run gesehen, weil ich schäme mich nach wie vor für diesen einen Witz, den ich gerissen habe. Für den mich mein Co-Kommentator bis zuletzt noch in gewisser Art und Weise gefeiert hat. Nee. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber irgendwas wollte ich sagen. Ich wollte irgendwas sagen, glaube ich. Weil das Spiel einfach gerade ein bisschen langweilig ist. Seit einer Stunde und 15 Minuten. Und ich muss sagen, also, wenn eventuell jemand hier ist, der sich sagt, boah, cool, Speedrunning, würde ich auch mal ausprobieren. Oh, Moment, ich muss in die andere Richtung. Übrigens auch Musik aus Might and Magic 7. Und zwar das Geisterhaus im Tal der Hügelgräber. So. Die haben tatsächlich nie Items dabei, die ich brauche, deswegen räume ich die eigentlich nur aus dem Weg. Auf jeden Fall, wenn ihr euch denkt, boah cool, bei sowas könnte man ja mal mitmachen und sowas, habt einfach keine Angst. Ich habe mir tatsächlich so in gewisser Art und Weise ein Zemt gemacht, weil das mein erster Marathon ist. Und dann direkt mit drei Spielen dabei zu sein, ist natürlich immer hammerhart. Einfach Spaß haben, einfach runnen. Und das hat jemand aus der Speedrunning-Community von Turok gut zusammengefasst. Wenn der Run gut läuft, dann machst du als Runner irgendwas falsch. Also es passiert irgendwie immer irgendwas, was nicht so geil ist, nicht so gut läuft. Das dient einfach nur zur Unterhaltung und ich glaube, jeder wird mir dazu stimmen. Bei Turok bist du leider eingepennt. Oh, shit. Das war natürlich richtig blöd. Okay, ich habe gespeichert. Ich war kurz ein bisschen daneben. Oh, what the fuck? Ich will nicht mehr diagonal rollen. Okay, versuchen wir das einfach nochmal. Diesmal bleibe ich einfach direkt in der Mitte. Ohne zu springen, ohne zu rollen. Na, geht doch. Geht doch, sagte er und rollte 2 Sekunden später wieder los. Wie ein fröhliches Mastschwein vor der Schlachtung. Nein! 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 Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was für ein Mistkerl. So, den überspringen wir einfach, weil... den überspringen wir einfach, der war nicht schlecht. Glaube ich. Ich würde noch nicht mal sagen, dass man bei solchen Marathons nur willkommen ist oder dass man da nur gut aufgehoben ist, wenn man WR-Halter oder sowas ist oder irgendeinen unglaublich guten PB hat. Ich denke mal, die Hauptsache ist, dass man einfach in gewisser Art und Weise die Leute unterhalten kann. Warum bin ich eigentlich gerade so elend serious? Ich verstehe das gerade gar nicht. Ich glaube, weil das Spiel einfach nicht serious genug ist. Okay. Da ist meistens eine unsichtbare Wand, deswegen... Ich mach das schon echt gut. Denke ich. Hoffe ich. So, und gegen Ende... legen wir sogar noch eine Schippe drauf, was die Schnelligkeit betrifft. Denn ich habe im Laufe des Runs ein paar Schnelligkeitstränke gesammelt. Und damit kann es dann richtig losgehen. Vielleicht werde ich auch gleich erstmal einen trinken, aber eigentlich sind es noch zu viele Magier im Weg. Deswegen werde ich das eventuell mal lassen. Da sind meine Schnelligkeitstränke. Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich gucke jetzt auch erstmal nicht. Ach, der hat mich natürlich gesehen, logisch. Da ist er wieder. Gleich wird wieder geblitzt.
Und gegen Ende des Spiels wird man so oft geblitzt, da denkt man sich wirklich, wie halten das eigentlich diese ganzen Z-Promis aus? So oft wie hier geblitzt wird. Der hat einen Zauberspruch, den brauche ich aber nicht. Ich wollte mir nämlich eigentlich nur den Heiltrank mitnehmen. 4, 5, 11 Stück, Wahnsinn. Okay. Nur die Heilung ist ein bisschen knapp. Macht aber nichts. Sollten mit ich sag jetzt mal 6 Heiltränken sollten wir eigentlich gut durchkommen. Och, wow. Der hat mich noch getroffen. Ja, schnelleres Rollen. Und zwar in der Art und Weise, dass es wirklich elends laughable aussieht. Ich bin ein korrekter Typ. Vielen herzlichen Dank. Freut mich zu hören, dass... Ja, dass ich zumindest einer meines... Wie sage ich das jetzt, ohne mich in die Scheiße zu reiten? Das ist jetzt natürlich genau mein Problem. Ich sag einfach mal vielen Dank. So, ich würde sagen, wir trinken einfach mal einen. Einen von diesen Geschwindigkeitstränken, weil hier lohnt es sich gerade. Und here we go. Das sieht halt wirklich großartig aus. Also das ist die schnellste Möglichkeit, wie wir hier durch das Spiel kommen. Es gibt tatsächlich noch einen Heroism 3 Zauberspruch, der lohnt sich aber nicht zu holen. Der ist relativ weit außerhalb. Der gibt 100% Speed Boost. Problem ist, der kostet 50 Mana. Und wir haben gerade mal 52 Mana max. Deswegen macht das wenig Sinn, den zu holen. Keep on rolling, 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 rolling. They see me rolling. They hating. Sieht sehr gesund aus, das würde ich auch sagen. Hört zu, die Legion macht eure Leute verrückt. Ich weiß, wie sie geheilt werden können. Okay, wir bringen euch zu ihnen. Aber wenn... Alle diese Dasher werden durch Betrüger gesteuert. Ich kann ihre Dämonen sichtbar und verwundbar machen. Genau, da sieht man hier diese Dämonen. Ha, womit? Magie? Das Gerolle ist hypnotisierend. Richtiger. Meine Leute und ich sind für immer in eurer Schuld. Bitte bleibt und genießt unsere Gastfreundschaft. Diesmal bin ich wenigstens in die richtige Richtung gelaufen. Das passiert mir nämlich auch nicht alle Tage. So, nun geht es in das vorletzte Gebiet des Spiels. Nachdem wir ihm hier seines Mana-Trankes beraubt haben. Den kann ich nämlich sehr gut gebrauchen. So, und hier ist nämlich noch jemand anderes, den wir, ja, den wir ein wenig ankratzen sollten. Das ist nämlich dieser Typ da mit der fetten Hellebarde. Okay, er hat nicht geschildert, sehr schön. Der hat nämlich einen Zauberspruch, nämlich den spektralen Freund. Das ist ein Zauberspruch, der mir quasi einen Verbündeten herbeizaubert. Und warum auch immer ist der Final Boss darauf ausgelegt, den Schwächsten zuerst anzugreifen. Und ja, deswegen und so weiter. Deswegen werden wir den Zauberspruch benutzen, um dem Gegner halt so eine Art Decoy vorzusetzen. Damit wir ihn dann schön so ein bisschen betüten können. Ah ja. Oh shit. Ja, okay. Bin in der Luft stecken geblieben diesmal. Oh wow. Der will's wirklich wissen. Ja, ja, ist doch okay.
Das ist, also Drake ist wirklich der Rolling Thunder. Warum auch immer diese Cutscene so elends lange braucht. So. Da muss ich lang. Nein. Nein, geh weg. Der du Feuerball-Typ. Meine Güte. Ach, komm schon. Das ist einfach wirklich nur ein kleines Labyrinth. Ist ja nicht so schwer, wenn man weiß, wo man lang muss. Wenn man es denn weiß. Geht weg. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sämtliche Feinde hier sind nun mal untot. Und wie ich schon gesagt habe, der Seelentrinker-Zauberspruch bringt uns leider nichts mehr. Was ist denn die Transition hier? Da. Nähert sich der Zitadelle. Ich kann euch hinfliegen. Wir sind tatsächlich auf VR-Pace, Leute. Warum auch immer. Ich scheine irgendwas gut gemacht zu haben. Viel Glück. Jetzt kommt natürlich das letzte Gebiet, Necros Schiff, und hier wird es sehr, sehr gefährlich, sag ich jetzt einfach mal so. Weil... lol. Naja. Denn hier wird das Spiel sehr, sehr instabil, sagen wir es jetzt mal so. Denn es kann jederzeit sein, dass hier aufgrund der Gegnerdichte und auch der Effekte das Spiel einfach abstürzt. Das wäre nicht so schön. Gerade in diesem Gebiet hier. Deswegen sollte ich hier unbedingt schnell rausgehen. Oh shit. Okay, 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 okay. Sehr schön. Okay, ich habe keine Heilung mehr, also das könnte jetzt knapp werden. Stifter, derjenige, der Dreck genannt wird. Die scheinen ja wirklich sehr an Beliebtheit bei den Missgeboten zu gewinnen. Mir hat schon so etwas geschwant bei euch, Krieger. Euch wohnt ein Zauber inne. Ich weiß es. Ich bin Necros, Herr der Legion der Gefallenen. Ihr seid also derjenige, der mein Dorf hingemetzelt und meine Familie getötet hat. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ich habe extrem wenig Heilung, um nicht zu sagen, ich habe gar keine Heilung. Deswegen könnte es sein, dass ich jetzt hier in gewisser Art und Weise stuck bin und das Spiel nicht beenden kann. Die dort eintreten, sind mir zu Diensten. Nicht lange. Okay, sehr schön. Okay. Nee. Nein! Oh shit, okay. Gut, das müssen wir nochmal versuchen. Oh shit. Okay, das war knapp. Wird vielleicht doch kein BR, weil ich einfach keine Heilung habe. Okay. Tatsächlich ist doch noch ein WR geworden. 1,28,43. Wow. Das war Monka S am Ende. Eure Schlacht hat den ganzen Horizont erhellt. Wir haben den Atem angehalten. Aber das sollte euch so eine gewisse Art und Weise zeigen, wie man das Spiel nicht spielen sollte. Nämlich auf dem absoluten Minimalprinzip. Um uns an der Verfolgung zu hindern. Trotzdem glaube ich, dass wir sie dank eures Monka Einsatzes ist nicht so schnell wiedersehen. Ich weiß nicht genau, wohin Lady Archon geflohen ist. Aber wenn wir von den Tunneln zurückkamen, sie trafen wir auf Mitglieder der alten Garde, Treuen der Hohen Garde, auf dem Weg der Messung sicherlich geheimnisvoll das ganze Norden.
Aber lasst mich euch Folgendes sagen, Bruder. Die Dashers befinden sich nicht mehr auf dem Rückzug. Sobald wir nach Duskwood zurückgekehrt sind, versuchen wir, die restlichen Ogre ein für entrückt. Alle Mal Danke für die GGs. Ja, ich kann mir momentan nur einen vorstellen, der den Kreuzzug wieder aufleben lässt. Ich weiß ja nicht, was für einen Führer ihr in einem Haudegen wie mir seht. Aber ich für meinen Teil hätte gerne... Das ist sehr, sehr traurig, dass das noch ein WR geworden ist. Wie gewöhne ich mich auch an diesen riesigen fliegenden Felsen. Und ich glaube auch, dass die alte Garde frisches... Aber mal schauen, könnte. Vielleicht die nächsten Tage... werde ich vielleicht mal schauen, ob ich das eventuell noch ein bisschen verbessern kann. Ja. Das war das gesamte Spiel. Also wenn ihr jetzt immer noch der Meinung seid, dass das Spiel irgendwie was Großartiges ist oder was zu bieten hat, dann muss ich euch leider enttäuschen, dass das wirklich einfach nur stumpfes Backtracking the Video Game. Also könnte quasi von Ubisoft kommen, die teilweise Leute von 3DO und von New World Computing halt in ihrem Team haben. Vielleicht bis heute noch, weiß ich nicht. Aber ja, das wär's gewesen. Ja, Shoutouts gehen raus an den Runner Ben Guerra für den Prototyp der Route. Sein PB ist eine 1,34 noch was. Und ich bin auf jeden Fall raus und jetzt bleibt ruhig dran, denn es gibt mal wieder einen Celeste-Run. Zufälligerweise nach meinem. Mal wieder. Letztes Mal war es Any%, jetzt sind wir bei All Decided. All Decided Celeste mit Ruby Dragon, Name Guy und Starcruncher. Unbedingt dranbleiben, Celeste ist ein unglaublich gutes Spiel. Ja. Ich bin raus und ich werde am Sonntag nochmal da sein, morgens um 8 Uhr noch was, mit einem weiteren Spiel aus meiner Kindheit, meinem ersten PC-Spiel sogar, mit Little Big Adventure 2 Twins and Odyssey. Wenn ihr das sehen wollt, schaut in den Schedule, ihr wisst, wo ihr mich findet. Alsbald, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem restlichen Marathon.